Ja, hallo, mein Name ist Rigo und ich arbeite hier im Aqualand als Rettungsschwimmer und als Saunameister. Einige Vorteile eines Saunierens bestehen darin, dass ihr Immunsystem gestärkt wird. Dadurch, dass die Gefäße sehr offen sind, wird die Haut besser durchblutet und damit auch besser mit Sauerstoff versorgt. Und ich sag's mal ganz kurz und knapp, ihre Haut wird einfach geschmeidig. Wenn man etwas älter ist, hat Saunieren natürlich den Vorteil, dass auch der Herzmuskel mehr oder weniger trainiert wird. Daher sollte ein Saunagang auch nicht länger als 8 bis 10 Minuten maximal 15 Minuten dauern, weil auch ein Muskel braucht seine Ruhephase, um sich zu erholen, um sich zu regenerieren. Wichtig nach dem Saunagang ist, dass Sie erstmal langsam aufstehen, dann ruhig 1 bis 2 Minuten an die frische Luft gehen, einmal die Atemwege runterkühlen. Wenn Sie nach einem Saunagang gleich in den kalten Pool reinspringen, dann hat das ungefähr den gleichen Effekt wie einen Gartenschlauch, den ich unter Volldruck einfach mal abklemme. Deswegen empfehlen wir wirklich, die Beine abzukühlen, damit an der Hautoberfläche der Temperaturausgleich erfolgt, das Blut sich langsam abkühlt und die Organe kühlt, deswegen auch immer schön zum Herzen hin. Und wenn das erledigt ist, dann darf der Kopf auch ins kalte Wasser.